So, dann auch von meiner Seite aus auch noch einen schönen guten Abend. Und wir gehen uns jetzt in die Themen zur künstlichen Intelligenz. Und ich weiß nicht, ob Sie vor kurzem das Zeitinterview mit Henry Kissinger gelesen haben, zu seinem 100. Geburtstag. Ich meine, ich finde es jetzt bemerkenswert, dass sich jemand mit 100 mit künstlicher Intelligenz befasst. Aber er hat ja gesagt, dass er befürchtet, dass die KI so über die Menschheit kommen wird, wie die Spanier über die indigene Bevölkerung in Südamerika damals und sie praktisch vernichtet haben. Ja? Und er sieht es als durchaus als Bedrohung an. Jetzt bin ich mir nicht so ganz sicher, Ich glaube, so schlimm wird es nicht. wie der Markus Hollenbach noch aus Leipzig uns heute mit dem Thema Künstliche Intelligenz und der Endoskopie oder wie er das zusammenbringen wird. Ob das jetzt nun als Bedrohung für die Endoskopie oder die Chirurgie, je nachdem zu befassen ist oder zu sehen ist, wie das Kissinger sieht, oder ob wir durch was anderes draus erzielen werden, werden wir gleich hören. Ne? Okay, vielen Dank für die spannende Einführung. Gestern war mein letzter Tag in Leipzig und ich freue mich ganz besonders, dass ich ab nächster Woche das Team der MED4 unter Professor Michel verstärken darf. Das Thema habe ich mal so ein bisschen angepasst und die Diagnostik mit eingefügt. Weil wenn man nur über die Therapie vom Frühkarzinom und KI reden, dann sind wir relativ schnell fertig. Ich hoffe, Sie sehen mir das nach. Das ist für den Vortrag nicht ganz so relevant. So, die Frage ist, was ist eigentlich künstliche Intelligenz? Das ist ja so ein Begriff, der ist en vogue, jeder findet das toll, jeder nimmt das in den Mund, aber wenn man mal so ein bisschen nachfragt, wissen eigentlich die wenigsten, was sich genau dahinter verbirgt. Ne? Eigentlich ist das nur ein Oberbegriff und die künstliche Intelligenz, die AI, die beinhaltet viele verschiedene andere Begriffe und wenn man das mal auf die Basis runterbrechen will, dann ist eigentlich jeder Schachcomputer, den es schon seit den 1930er oder wann auch immer gibt, bereits zur künstlichen Intelligenz, weil das ist eine CPU und da gibt es verschiedene vorgegebene Algorithmen und anhand dieser Algorithmen entscheidet das System. Nichts anderes ist eigentlich das auf einem ganz anderen Niveau, was wir aktuell unter der KI verstehen. In den letzten Jahren haben sich zwei wesentliche Begriffe etabliert, die man so ein bisschen auseinanderhalten muss. Das eine ist das sogenannte Machine Learning und das andere ist das Deep Learning. Was ist da der wesentliche Unterschied? Beim Machine Learning brauche ich immer noch einen Menschen, der gewisse Dinge vorgibt. Wenn man das an diesem Beispiel hier mal einmal schaut, ist so die Frage, ich gebe dem Computer verschiedene Bilder vor und der Computer soll dann entscheiden, ist das jetzt ein Auto oder ist das zum Beispiel ein Fahrrad. Beim Machine Learning muss ich gewisse Parameter festlegen. Zum Beispiel, ich sage, schau nach, hat das Teil vier Räder, hat das Scheinwerfer, hat das eine Windschutzscheibe? Wenn ja, dann ist es ein Auto, wenn nicht, ist es vermutlich ein Fahrrad. So, das heißt, hier mache ich gewisse Vorgaben, anhand derer das System trainiert und dann zu einer Entscheidung kommt. Der Vorteil dieses Systems ist, dass ich am Ende immer noch ganz genau nachvollziehen kann, was waren die Kriterien anhand des Systems, diese Entscheidung getroffen hat. Der große Nachteil dabei ist, dass natürlich alle anderen Parameter, die vielleicht auch wichtig sind, aber die ich überhaupt nicht berücksichtigt habe, dass die dieses System nicht lernen kann. Ganz anders ist es da beim Deep Learning. Hier sage ich einfach, ich gebe dir jetzt einen Stapel, hier sind 1000 Bilder von Autos und das sind 1000 Bilder von Fahrrädern und du entscheidest aufgrund eines komplexen künstlichen neuronalen Netzwerkes, ist es jetzt ein Auto oder ist es ein Fahrrad. Das kann ich dann alles evaluieren, wie gut das System ist, aber die Entscheidung, anhand welcher Parameter der Computer diese Entscheidung trifft, die kann ich dann nicht mehr nachvollziehen. Und das ist ein ganz entscheidender Unterschied, denn für dieses Deep Learning brauche ich wesentlich mehr Rechenleistung. Das ist aber der Standard, der heute eigentlich bei der KI verwendet wird. Wenn wir uns das mal an einem praktischen Beispiel, weil bei den Polypen hat es in der Endoskopie angefangen, anschauen, dann sehen Sie links unten dieses Polypenbild, das wird dann in verschiedene einzelne Bildpunkte aufgeteilt, in die RGB-Farben, in die Graustufen und so weiter und wird dann durch komplexe Prozesse berechnet und am Ende wird entschieden, das ist ein hyperplastischer Polyp oder das ist ein Adenom oder das ist ein Karzinom. Bleiben wir noch mal ganz kurz bei den Polypen, bevor es zum Ösophagus geht. Warum beschäftigen wir uns überhaupt damit, mit der künstlichen Intelligenz? Ist das überhaupt notwendig? Ist das nur eine kleine Spielerei? Haben wir was davon? Wir wissen anhand der Koloskopiedaten, dass in Expertenzentren bei mindestens 65% der Patienten ein Polyp in der normalen Weißlichtkoloskopie gefunden wird. Bei Nicht-Experten sinkt diese Zahl dramatisch auf bis zu 32% ab. Auf der anderen Seite muss man sagen, wir haben hier Patienten, wo wir Polypen, potenzielle Adenome, die irgendwann mal zu Intervallkarzinomen führen können, übersehen. Und das Gleiche hat sich in anderen Studien bewahrheitet. Das heißt, wir haben natürlich Experten, die Koloskopie sehr, sehr gut machen. Auf der anderen Seite können wir das nicht in die breite Masse bringen. Und hier kann die KI helfen. Denn einer Studie hat gezeigt, dass wenn wir die KI einsetzen, dass wir die Polypendetektion und auch die Adenomdetektion signifikant verbessern, sowohl bei den Nicht-Experten als auch zum Teil bei den Experten. Und das hat sich auch in großen Meta-Analysen bestätigt.
Ja, das heißt, hier haben wir gute Daten, die zeigen, mittels der künstlichen Intelligenz können wir in der Unterstützung der Endoskopie die Qualität der Untersuchung verbessern. Wie ist es jetzt aber beim Esophaguskarzinom, bei dem heutigen Thema? Habe ich erstmal geschaut, was gibt es denn da für Daten? Wie gut sind wir denn überhaupt mit unserer Endoskopie? Und da muss man sagen, wenn man solche Bilder sieht, da werden Sie mir recht geben, das sind Befunde, die kann man nicht übersehen. Die darf man auch nicht übersehen. Ja, jemand, der eine Endoskopie macht und ein stenosierendes Karzinom nicht entdeckt, der sollte, so hart es klingt, aufhören zu endoskopieren. Ja, das sind Befunde, die muss jeder erkennen. Ja, und hier hilft uns sicherlich auch die künstliche Intelligenz nicht weiter. Wenn wir aber in Frühform uns das anschauen, zum Beispiel hier ein kleines Barrett-Karzinom am gastroesophagalen Übergang oder hier so flach erhabene Läsionen oder auch hier Läsionen, die wir nur durch spezielle Färbetechniken mit Kanten- und Kontrastverstärkung erkennen oder auch hier Plattenepithelkarzinome, die sich mitunter sehr flau darstellen. Das sind alles Befunde, die, wenn man die Untersuchung nicht ganz sorgfältig, vielleicht etwas unter Zeitdruck macht, mitunter übersehen kann. Und hier kann uns die KI tatsächlich bei der Detektion helfen. Ebenso ist es für intraepithelialer Neoplasien beim Barrett, die wir mitunter auch nur durch Essigsäurefärbung erkennen. Hier zum Beispiel, hier sehen wir eine Essigsäurefärbung. Das ganze Epithel färbt sich weißlich an. Und hier haben wir eine Stelle, die eben rötlich bleibt. Und das ist eine intraepithelialer Neoplasie. Kann man relativ schnell übersehen. Oder auch hier ein eher unscheinbarer Läsion, die sich dann in einer speziellen Kantenarmhebung in diesem Biel-Eye-Modus dann hier deutlicher demaskiert, was auch ein Frühkarzinom ist. Auch das sind Läsionen, die dem ungeübten Untersucher nicht auffallen können. Und das sind Ansatzpunkte, wo wir mit der KI arbeiten können. Als ich einmal recherchiert habe, bin ich tatsächlich über diese Daten gestolpert und etwas erschrocken. Da sind Untersuchungen, die haben geschaut, wenn ich einen Patienten endoskopiert habe und ich habe einen Barrett festgestellt und den als nicht suspekt, als ungefährlich eingeschätzt habe, in den Biopsien kamen keine hochgradigen Dysplasien und auch kein Karzinom raus. Und ich untersuche den dann nochmal innerhalb von 3 bis 12 Monaten. Dann habe ich immerhin bei über 30% der Patienten in diesen Untersuchungen eine hochgradige Dysplasie oder ein Karzinom übersehen. Ja, bei über 30%. Und das Ganze hat sich dann in weiteren Studien auch bestätigt, wo zwischen 25% und 40% die Rate der übersehenen hochgradigen intraepithelialen Neoplasien oder Karzinome lag. Glücklicherweise gab es dann noch eine aktuelle Arbeit, die hat das nochmal in einem großen Umfang aufgearbeitet und die hat gezeigt, dass es dann wahrscheinlich doch nicht ganz so schlimm ist. Es sind hier über 1000 Patienten eingeschlossen und hier wurden 300 Patienten mit einem nicht dysplastischen Barrett erneut endoskopiert und hier haben wir glücklicherweise nur ein Adenokarzinom und eine hochgradige Dysplasie, die wir nicht gesehen haben initial. Aber immerhin über 30, also 10% niedriggradige Dysplasien, die wir auch übersehen haben. Ja? Auch hier kann uns die KI helfen. Es gibt eine Arbeitsgruppe aus der Uni in Augsburg von Herrn Ebigbo und Herrn Messmann. Die hat in den letzten Jahren relativ viel dazu publiziert. Die haben ihre eigenen Bilder der letzten Jahre genommen, haben diese mit einem KI-Algorithmus trainiert und ein System entwickelt, was uns den Barrett in live detektieren kann. Sie haben das an initialen Daten getestet und haben gesehen, dass das Ganze eine Sensitivität von über 80%, Spezifität von 100% und damit eine Genauigkeit von um die 90% hat und das Ganze dann an allerdings nur 129 Kontrollbildern evaluiert. Es gab keine prospektive Studie dazu. Trotzdem hat es zweimal für eine GATT-Publikation gereicht. Und anhand dieser Daten wurde ein System, die sogenannte Barrett-Ampel, entwickelt. Die würde ich Ihnen einmal zeigen. Das ist ein System, was man in das Videosignal integrieren kann und in live detektiert das System Läsionen für einen neoplastischen Barrett oder auch bereits ein Frühkarzinom. Ja. Sie sehen hier diesen Kreis, der hier langfährt. Das funktioniert sowohl bei sehr großflächigen Läsionen. Man hat dann hier noch eine Färbung. Rot heißt immer hochgradige Dysplasie oder Karzinom und grün ist der nicht dysplastische Barrett. Das funktioniert in verschiedensten endoskopischen Bildverfahren und auch, ich spüre hier einmal vor, wenn wir das Ganze bei sehr kleinen, sehr feinen Läsionen haben. Sie sehen hier zum Beispiel einen gastroesophagalen Übergang, Sie sehen diese Barrett-Zunge und diese Läsion, die hier, wenn man genau hinschaut, etwas lachsfarbener, etwas rötlicher ist als der restliche Barrett, hier, wo die Dysplasie drin sitzt, die wird punktgenau von dem System markiert und das hilft sowohl bei der Detektion als auch natürlich dann der Planung der Resektion. Auch hier sei angemerkt, das ist ein System, das wird demnächst zugelassen, ist käuflich erhältlich, aber es gibt noch keine prospektiven Daten, die zeigen,
Das ist eine Überlegenheit im Vergleich zur klassischen Kontrolle von gut ausgebildeten Endoskopikern hat. So. Es gibt insgesamt zu dieser Thematik Ösophagusläsion und künstliche Intelligenz gibt es eine einzige prospektive Studie, die evaluiert wurde. Die kommt aus China. Hier hat man anhand eines anderen Algorithmus diesen trainiert an über 100.000 Bildern und hat gesehen, dass das eine Genauigkeit von über 95% hat. Das wurde prospektiv evaluiert und auch bei 93% lag hier die Genauigkeit. Das ist ein System, was möglicherweise auch dann im asiatischen Raum zur Marktzulassung kommt, wird aber vorerst bei uns nicht verfügbar sein. Aber wie gesagt, die einzige prospektive Studie dazu. Weiterhin hat man beim Plattenepithelkarzinom die KI auch versucht zu evaluieren. Hier hat man ein System entwickelt, was ebenfalls in Echtzeit suspekte Läsionen detektiert und zusätzlich noch die Genauigkeit angibt, wie sicher sich das System ist. Ja, diese Läsionen sehen Sie alle, in der Färbung ist auffällig und über 90% ist sich hier die KI sicher, dass da ein Malignom dahinter steckt. Auch hier sehr hohe Genauigkeit, Sensitivität, Spezifität, aber auch hier monozentrische Daten muss auch noch prospektiv evaluiert werden. Das Ganze mündete dann auch in einer Meta-Analyse, wo die bisherigen Evidenzen zur KI beim Plattenepithelkarzinom und beim Adenokarzinom zusammengefasst wurden. Und es kam eine gepoolte Sensitivität von 94% heraus, was sehr, sehr gut ist. Und wenn man das mit den Studien, wo auch die Daten der Endoskopiker verglichen wurde, landeten die bei 82%, also gute 12% schlechter. Allerdings muss man sagen, wenn man sich die Komparatoren hier anschaut, dass die Heterogenität doch relativ hoch war, was immer die Aussage solcher Meta-Analysen einschränkt. Als nächsten Punkt möchte ich noch dazu kommen, wie kann uns die KI helfen bei Läsionen, die wir bereits detektiert haben, was Frühkarzinome sind oder was hochgradige Dysplasien sind, dass wir die endoskopisch resezieren. Hierzu muss man prinzipiell wissen, dass zwei Techniken zur Verfügung stehen. Das eine ist die sogenannte kappenbasierte endoskopische Mucosa-Resektion. Das heißt, mit einer Aufsatzkappe wird die Läsion nach Unterspritzung in die Kappe eingesaugt, eine Resektionsschlinge drumgelegt und das Ganze dann en bloc reseziert. Das hat natürlich eine Größenlimitation, maximal 2 cm darf die Läsion sein. Mehr kann man in der Regel damit nicht abtragen. Für noch größere Läsionen eignet sich ein anderes Verfahren, das ist die sogenannte endoskopische Submucosa-Dissektion, wo die Läsion nach Unterspritzung markiert wird, dann zirkumferenziell inzidiert wird und dann Schritt für Schritt die gesamte Läsion en bloc von der Muscularis abgelöst wird. Bei diesem Verfahren können im Wesentlichen zwei Komplikationen auftreten. Das eine ist, dass man, wie hier dargestellt, mit dem Messer zu tief schneidet und die Muscularis verletzt und dass es dann zu einer Perforation kommt. Oder dass es zu schwerwiegenden Blutungen kommt, weil direkt hier in der Submucosa verlaufen die ganzen Gefäße, die teilen sich auf, die dann die mukosalen Strukturen versorgen. Und hier kann es dann während der Intervention zu heftigen Blutungen kommen. Im endoskopischen Bild sieht das Ganze dann einmal so aus. Wir haben hier unser Frühkarzinom, das ist ein Plattenepithelkarzinom, das gefärbt mit logoischer Lösung, deswegen die braune Farbe. Das wird dann in die Kappe eingesaugt, dann wird die Resektionsschlinge drum gelegt und dann hat man hier die komplette Resektion. Wir schauen hier auf die Muskelschicht und die Läsion ist in toto vollständig entfernt. Wenn man das Ganze mittels einer ESD machen wird, also die Läsion hier zirkumferenziell inzidiert und dann Schritt für Schritt abpräpariert und am Ende hat man auch hier einen vollständigen Resektionsrand. Wie kann uns die KI bei dieser Prozedur, die zugegebenermaßen etwas komplexer ist und einiges an Training erfordert, helfen? Auch die Kollegen aus Augsburg haben geschaut, können wir, was die Orientierung angeht und was das Auftreten von Blutgefäßen angeht, können wir hier eine Hilfestellung leisten. Und zwar wurde versucht, dass man den einzelnen Schichten verschiedene Farben zuteilt. Die Muskelschicht zum Beispiel wurde immer orange gefärbt, die Gefäße rot und die Submucosa gelb. Und wenn wir uns das einmal im Video anschauen, ich spule mal hier etwas vor, dann sind wir hier mitten in der Prozedur. Das heißt, wir machen hier eine ESD, wir sind bereits, haben die zirkumferelle Inzision gesetzt und wir präparieren die Läsionen ab. Hier unten ist die Muskelschicht, auch die KI erkennt diese und macht diese orange. Das alles bläuliche ist die Submucosa und entsprechend sehen Sie hier, dass hier ein Gefäß verläuft und wenn man das übersieht und hier einfach
ohne Vorkehrung durchschneidet, kann es zu heftigen Blutungen kommen. Das heißt, der Kollege schneidet hier um dieses Gefäß zunächst rum, trennt die Submucosafasern ab und koaguliert im Anschluss dann dieses Gefäß. Und somit ist es eine sehr saubere Präparation und das Risiko von Blutung ist deutlich minimiert. Ja. Das Ganze funktioniert natürlich an verschiedenen Läsionen. Das ist jetzt zum Beispiel im Esophagus. Wir können aber auch hier einmal auf eine kolorektale Läsion gehen. Wir befinden uns hier im Rektum. Hier unten haben wir die Läsion gesehen. Die ist schon weit abrepariert. Und dann gehen wir hier wieder in diese Tasche, die wir gebildet haben, rein und setzen die Präparation fort. Und die KI zeigt auch in dieser Situation, obwohl viele Wendungen drin sind, das Gerät mehrfach um die Achsen gedreht werden. Wo ist die Submucosa? Wo ist die Muskelschicht? Wo sind gefährliche Gefäße, die langlaufen? Und hilft uns somit bei einer sehr guten Präparation. Auch das bisher in der technischen Entwicklung. Auch hier gibt es noch keine prospektiven Daten dazu. Auch hier wird sich zeigen, ob das einen Benefit hat, ob die Intervention dadurch in Zukunft sicherer wird, ob weniger Komplikationen auftreten. An dieser Stelle darf ich zusammenfassen. Ich habe Ihnen gezeigt, dass mit der KI, dass wir vielversprechende Daten haben zur Detektion von Barrett-Läsionen und auch von Plattenepithelneoplasien. Allerdings muss man festhalten, dass fast ausnahmslos für alle Algorithmen noch prospektive Studien notwendig sind, um den Stellenwert für den klinischen Einsatz einschätzen zu können. Zukünftig werden wir vielleicht auch Unterstützung bei Resektionstechniken bekommen. Und es gibt nicht zu vernachlässigen multiple Problemfelder. Das eine ist, wir haben jetzt von verschiedenen Arbeitsgruppen multiple Algorithmen, münden die möglicherweise in verschiedenen Devices, also Geräten, die dann alle käuflich erhältlich sind, so wie es bei den Polypen momentan der Fall ist. Wir haben 5 oder 6 Hersteller, die alle ihr eigenes System haben. Ja, wenn Sie sich mal den Preis vorstellen, zum Beispiel Fuji bietet dieses System für knapp 100.000 Euro an. Ja, das muss man sich leisten können und wollen. Das wird nicht refinanziert. Ja, und wenn Sie sich vorstellen, dass Sie das für alle Indikationen brauchen, sowohl für die Koloskopie, für die Polypen, als auch für den oberen gastrointestinalen Trakt, auch für alles andere, dann wird es irgendwann uneffizient, unrentabel und das wird keiner machen. Das heißt, die beste Voraussetzung wäre, dass man eine Basis hat, ein System mit einem freien Code, wo man verschiedene Algorithmen draufladen kann und sich nicht immer herstellergebunden verschiedene Devices kaufen muss. Ich sehe auch 2 weitere große Problemfälle. Das eine ist natürlich, dass man sich als Endoskopiker so ein bisschen auf die KI verlässt, dass man vielleicht nicht mehr ganz so genau hinschaut und nicht mehr so aufmerksam ist und vielleicht auch nicht mehr so engagiert, weil der Computer nimmt einem ja die Arbeit ab und man denkt, das ist alles 100% richtig und verlässt sich dann darauf. Und dann sehe ich ein großes Feld für unsere jungen Kollegen, die Endoskopie lernen. Ja, es ist ja schon das Feld der fortgeschrittenen Beurteilung anhand von Weißlicht oder von kontrastverstärkten Techniken. Da braucht man viele Erfahrungen und da muss man sich auch reindenken und das Ganze lernen. Und wenn man so ein System hat, dann ist man da auch vielleicht nicht mehr so motiviert und dieses Wissen droht dann etwas auszusterben. Auch das ist ein Problemfeld. Und zusammenfassend kann man sagen, Unterstützungssysteme sind es auf jeden Fall. Eine schöne neue Welt vielleicht, eine Bedrohung aktuell auf keinen Fall. Und damit danke ich für die Aufmerksamkeit. Also, das mit der Bedrohung ist schon mal wichtig, ne? Das noch nicht. Trotzdem noch mal ganz kurz zur Einordnung. Wenn es um die Themen geht, wo wir beim Colon drüber gesprochen haben, da geht es ja sozusagen um die Reduktion der Missing Rate. Also das heißt, dass wir nicht so viele kleine Polypen aus anderen Ecken übersehen. Richtig. Da glaube ich, würde ich ein bisschen widersprechen, weil ich denke, wenn man sowas tatsächlich einsetzt, könnten wir auch gerade das Trainingsprogramm, wir haben vorher über systematisches Training gesprochen, ja, tatsächlich nutzen, um vielleicht auch die Sensibilität des jungen Untersuchers vielleicht dabei sogar zu unterstützen. Ja, das geht, wenn ich einhaken darf, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, was die Detektion angeht. Ja. Aber was die Charakterisierung, das ist ja der zweite Punkt, zu sagen, das ist jetzt ein hyperplastischer Polyp oder das ist ein Adenom, wenn wir so Resect und Discard reden. Ja, da ist natürlich schon so, dass mir sehr viel von dem System abgenommen wird. Ja, und ich natürlich auch die Grenzen kennen muss, welche Läsionen kann das erkennen und welche nicht. Und das ist ja auch nicht klar, das ist ja nicht alles 100%. Ja. Absolut. Und da wollte ich gerade einsteigen zum Thema Esophagus, weil da geht es ja eher weniger um das Übersehen, denn tatsächlich sehr viel mehr um die Charakterisierung und vor allen Dingen, so schlecht die Daten momentan noch sind, muss man jetzt dazu sagen. Aber finden wir da einen Ansatz über die Charakterisierung, auch über den zur Therapie, zumindest einen Therapievorschlag zu kommen? Also
inwieweit wir mit der Oberflächenbeurteilung tatsächlich noch sagen können, ob das eine lokal resektable, also endoskopisch lokal resektable Situation ist oder ob wir da uns noch ein bisschen übernehmen damit. Ja, da gibt es tatsächlich noch keine Daten zu. Es gibt an anderen Entitäten, da versuchen die Kollegen anhand zum Beispiel von CT-Befunden schon das Therapieansprechen zu planen. Ja, das funktioniert so leidlich. Endoskopisch, dass wir allein vom morphologischen Bild bereits das schließen können, noch nicht. Man muss ja sagen, man hat ja so ein Gespür als Endoskopiker, wo ich sage, okay, das ist jetzt schon stenosierender Prozess. Naja, der ist mindestens T2, schon wahrscheinlich eher T3 und häufig liegt man da nicht ganz so falsch damit. Ja. Aber bisher sind es nur Gedankenspiele, gibt es noch keine Daten dazu. Bitteschön. Du hast ja schön sozusagen dargestellt, viele Systeme, extrem teuer, kompetitive Industrie. Mhm. Auf der anderen Seite, es gibt jetzt sozusagen homemade, akademisch, System aus Augsburg, aus Würzburg, ihr habt da was entwickelt. Also es scheint schon auch ein Markt für akademisch nicht industriell getriebene Systeme zu sein. Hier haben wir jetzt AGKI zum Beispiel am DKFZ. Wieder die Reise hin, hat eigentlich sozusagen nicht industrielle Entwicklung irgendeine Chance oder sind wir maximal irgendwelche Testlieferanten? Ja, das ist nicht einfach zu beantworten. Ich glaube, die großen Systeme, die entwickelt wurden, die kamen von den Firmen selbst. Ja, das heißt, die Firmen haben entweder ihre eigenen Bilder genommen oder sind zu gewissen großen Kliniken gegangen und haben dort den Datenpool abgegraben und das entwickelt. Ja. Alles das, was akademisch basiert entwickelt wurde, ist bisher, bis auf das System von Augsburg, die sind jetzt gerade in der Zulassung, ja, ist es bisher nicht so, dass man das kommerziell erwerben kann. Ja, das ist bei den meisten auch nicht, ist auch nicht der Anspruch, sondern eher ein wissenschaftlicher daran. Ja, das sind ja zwei grundverschiedene Sachen, widme ich mich irgendwie einer Forschungsidee und will schauen, dass es prinzipiell möglich ist und überlasse aber dann das Marketing und die Marktreife jemand anders. Oder bin ich natürlich primär mit dem Ziel zu sagen, ich möchte ein Device entwickeln, was ich danach verkaufen kann. Ja, das sind da zwei komplett verschiedene Herangehensweisen. Es besteht ja immer noch die Möglichkeit, dass man sagt, man macht so eine Open Source, wenn man jetzt so einen Code hat und sagt, ich lade den auf einen webbasierten Algorithmus und ich könnte zum Beispiel mein Bild dort hochladen und das dann kostenfrei analysieren lassen und habe dann sozusagen eine Zweitmeinung in diesem Fall. Ja, die Möglichkeit gibt es ja auch, ist mir aber noch nicht bekannt, dass das bisher jemand gemacht hat. Hm. Bitteschön. Ich wollte fragen, ob die Methoden, die Sie uns vorgestellt haben, im Verlauf Ihre, also das Model weiter erweitern oder ist alles basiert auf den initialen Datensatz? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist natürlich so, je länger das System im Einsatz ist und auch die Hersteller zum Beispiel ein Feedback bekommen von den Anwendern, die sagen, okay, passt mal auf, das funktioniert nicht so gut oder hier gibt es noch Verbesserungsvorschläge, dann besteht natürlich immer noch die Möglichkeit, das Ganze nachzutrainieren, zu sagen, ich erweitere meinen Datensatz, meine Trainingsdaten, meine Validierungsdaten etc. pp. Das ist aber ein ganz entscheidender Fakt dabei, dass man sagt, sobald man diesen Code ändert, ist es ein neues Medizinprodukt. Ja? Und dann muss der Hersteller es eigentlich nochmal zulassen. Ja? Das heißt, mit jedem Software-Update und wenn da nur Kleinigkeiten an dem Code verändert werden, ist es ein komplett neues Gerät per Definition. Ja? Und da scheuen sich natürlich die Hersteller, die lieber sagen, okay, dann erweitern wir das Ganze für eine andere Indikation und dann müssen wir diesen umständlichen Weg nicht gehen. Ja? Aber das muss man unbedingt beachten. Ja. Noch eine Frage machen darf, gibt es dann vielleicht eine Planung für so einen akademischen Ansatz, eine deutschlandweite Datenbank von solchen Ergebnissen? Mhm. Gibt es, weil ich das weiß, nicht in Planung, ist ein sehr spannender Ansatz. Das Problem ist natürlich, bei diesen ganzen Prozessen, Sie brauchen sicherlich IT-Experten, die das Ganze ein bisschen programmieren, die wissen, was Sie als Kliniker wollen und das Ganze umsetzen. Aber 90% dieser Arbeit für sowas zu entwickeln, ist das Sammeln und Annotieren von dem Bildmaterial. Zu sagen, okay, das ist ein Barrett, das ist histologisch bestätigt, das ist ein Karzinom, das ist was auch immer. Und das herauszusuchen, ja, das sind viele, viele Stunden, Wochen an Arbeit. Und die geben Sie natürlich dann, wenn man so eine Datenbank macht, frei. Also Ihre Arbeitsleistung, Ihr Wissen. Ja. Und ich denke, das ist ein Problem, wo sich viele noch momentan verscheuen. Aber das wäre der Idealfall, weil dann hat man natürlich von verschiedenen Quellen Bildmaterial. Es wird ja auch immer die Technik ein bisschen anders durchgeführt, das Bild anders aufgenommen. Da sind ja viele Variablen drin, die das Ganze beeinflussen können. Das wäre der Idealfall, aber ist momentan noch nicht verfügbar. Gibt es Daten dazu, dass die Effizienz im Sinne des Zeitverlustes bei der Diagnostik sinkt, wenn man sozusagen so ein Hilfssystem einsetzt? Ich sehe das ja im Ultraschall. Man sieht was Auffälliges in der Leber.
dann kommt die zweite Person in den Raum und wir verlieren sozusagen im Prozess der Diagnostikzeit, um sozusagen die Diagnose zu sichern. Okay, also Zeit ersparen. Das heißt, wir reden von falsch positiven Befunden sozusagen. Ja. Hat man tatsächlich bei den Koloskopie-Projekten hat man das analysiert und das ist im absoluten Promillebereich. Ja, auch die Fehlpings, wenn man so will, macht immer so einen Ping, wenn so ein Polyp detektiert wird, die dann eine Verlängerung der Untersuchung bewirken. Das liegt bei einer Koloskopie im Sekundenbereich, wenn überhaupt. Ja, also das ist auf die große Anzahl der Untersuchungen gesehen nicht relevant. Schilling? Die Frage ist ja, ob uns die künstliche Intelligenz nicht viel weiter früher helfen kann. Zum Beispiel, wenn ich eine Vorsorgekoloskopie mache, dass ich weiß, wie viel Anteil des Kolons habe ich gesehen oder nicht gesehen. Mhm. Davon war ich abhängig, wann ich die nächste Kontrolle mache. Oder ganz banale Dinge, jedes Mal, wenn die künstliche Intelligenz eine Zange, eine Schlinge oder sonst was sieht, wird es dokumentiert und am Ende habe ich einen fertigen Befund. Mhm. Die Zange zur Materialwirtschaft. Das sind ja die Dinge, die uns im täglichen Leben behindern. Und die sind doch eigentlich viel näher realisierbar wahrscheinlich, als eine standardisierte Datenlage zu bekommen, die man in eine Cloud gibt, um dann das System mit deutlich mehr Daten zu füttern. Die Daten aus Augsburg, die haben ja einen extrem minimalen Datensatz. Mhm. Das ist ja unheimlich erstaunlich, wie gut die Daten oder wie gut die Treffsicherheit ist. Und wenn ich mir vorstelle, aber jetzt von 90% zu 100% zu kommen, bräuchte ich wahrscheinlich schon mal 10-fach oder 1000-fach mehr Daten. Absolut, bin ich voll bei Ihnen. Das war jetzt nicht ganz mein Thema, deswegen bin ich da nicht drauf eingestiegen. Bei der Koloskopie ist es so, dass vor allem in Würzburg der Herr Meinig und Herr Hahn, genau, die arbeiten daran, dass eben die KI genau das erkennt. Das sagt, wenn ich jetzt eine Zange einsetze, dann wird es registriert, das ist eine Zange oder das ist eine Schlinge oder das ist ein Injektor. Und da wird daran gearbeitet, dass es standardmäßig in dem Befund schon mal vorformuliert wird und mir das als Untersucher erleichtert. Ja. Großes Problem dabei ist immer, was die KI aber nie kann, die Position. Also ich kann nie abschätzen, dass es jetzt bei 100 Zentimeter oder bei 50 im Transversum oder im Deszendenz oder sonstiges. Ja. Das wird, glaube ich, immer eine Limitierung bleiben. Aber ansonsten arbeiten die schon daran. Das ist die eine Sache. Und das Zweite ist natürlich, was ist mir jetzt wichtiger? Ist es mir jetzt wichtiger, dass ich als Untersucher den maximalen Komfort habe und Entlastung der Dokumentationstätigkeit, des Befunderstellens oder was auch immer? Oder will ich die maximale Sicherheit von meinem Patienten und das beste Ergebnis aus der Untersuchung herausholen? Ja, das sind ja zwei verschiedene Ansatzpunkte. Ne? Ich gebe Ihnen vollkommen recht, wenn man von 90% Genauigkeit auf 100% würde man nie erreichen, aber auf 95% oder 98% kommen will, dann ist dieser mehr an Daten, die ich dafür brauche, unglaublich höher, als wenn ich von 20% auf 90% komme. Da bin ich voll bei Ihnen. Ja. Und man darf nicht vergessen, die Kollegen in Augsburg, die haben das ja ein bisschen anders gemacht. Da gab es immer so ein paar arme Assistenzärzte, die manuell auf dem Bild den Barrett umfahren mussten und dann markieren mussten, okay, wo ist der Barrett, wo ist die Neoplasie und so weiter. Ja, das war noch nicht das wirkliche Deep Learning, sondern mit Radiomics so ein bisschen gemacht. Also das ist auch noch der Grund, warum die weniger Bilder brauchten. Ja, es war die Depression bei den Assistenten und nicht das Deep Learning. Die schlechter ADR. Aber bei der Frage stellt sich natürlich die nächste oder kommt die nächste Frage. Wir wären ja schon alle froh, wenn wir wenigstens mal ein Basissystem hätten, was jetzt nicht ständig abstürzt oder die Daten hin und her überträgt zwischen den verschiedenen Anwender-Softwares, die wir gerade brauchen, um überhaupt mal einen Befund zu erstellen. Und da sind wir bei weitem noch nicht dort, dass wir tatsächlich jetzt mit diesen Themen in die tägliche Praxis gehen können. Aber trotzdem vielen Dank für die tolle Diskussion. Und wir kommen. Thank you.